TV Total wird Ihnen präsentiert von Stefan Raab. Hallo, ich bin Sarah. Heute geht die Luzi ab. Wir verabschieden heute Angela Merkel. Danke, du bist TV Total, vergiss nicht. Und natürlich zeigen wir Ihnen Profi zu suchen bei BVB. Und hier ist der Mann der Stunde, Sebastian Kupfer. Uns hier, ey. Wieder einen rausgehauen. Besser als der Zapfenstreich. Ihr seid wie meine kleine Bundeswehr. Das finde ich gut. Finde ich gut. Schönen guten Abend dann zu Hause, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist wieder TV-Totalzeit. Und ich weiß, das absolute Highlight heute, die Sache mit dem BVB, da reden wir später drüber. Ich weiß, es gab da noch so ein zweites Highlight. Wir haben wieder einen Kanzler! Ja. Wir haben wieder einen. Ist gut. Wir haben wieder einen. Olaf Scholz ist jetzt Kanzler. Oder wie wir gerne sagen, Lord Valium von Schnarchistan ist heute gekrönt worden. Und wie das aussah, das schauen wir uns mal an. Ich bitte Sie, die in Artikel 56 vorgeschriebene Eidesformel zu sprechen. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Hat er nur jedermann gesagt? Hat er jedermann gesagt? Also, das gibt aber den Shitstorm des Jahres, ne? Kaum, also wirklich, der ist eine Sekunde im Amt und schon so ein Fehltritt. Also muss man sagen, also kaum ist die Mutti aus dem Haus, wird hier falsch gegendert. Das finde ich nicht in Ordnung, Olaf. Da muss man wohl noch mal den Duden rausholen. Na gut, aber er wurde gewählt. Das stellen wir gar nicht in Frage. Immerhin, er hat 395 Stimmen bekommen. Gut, Florida wurde noch nicht ausgezählt. Er ist jetzt gerade mal einen halben Tag im Amt. Und ich muss Ihnen sagen, irgendwie fehlt mir jetzt schon Angela Merkel. Geht Ihnen das nicht auch so, ne, die Mutti, so ein bisschen? Ja, ne? Irgendwie ist sie schon weg. Der Einzige, der sich massig wirklich riesig freut, das ist wahrscheinlich Joe Biden, weil der denkt die ganze Zeit daran, wenn ich mich mit Olaf Scholz das nächste Mal beim G8-Gipfel treffe, endlich habe ich einen Kumpel zum Mittagsschläfchen halten. Ja, Olaf Scholz ist jetzt überall und so war er auch am Samstag schon im ZDF und zwar in der Sendung Ein Herz für Kinder. Da hat er Spenden gesammelt, finde ich super, aber unter anderem hat er da auch bewiesen, man kann an bestimmten Stellen gendern, wo man eigentlich gar nicht gendern muss. Jemand mal gefragt, wie würden Sie den Krankenschwester gendern? Gar nicht! Genau. Aber Scholzemann kann es trotzdem. Und Sie haben wirklich einen sehr schwierigen, anstrengenden, manchmal traurigen und auch sehr tragischen Beruf erwählt. Aber einen, der auch immer wieder beglückend ist und vor allem aber einen ganz, ganz wichtigen Beruf. Als Kinderkrankenschwesterin. Ja. Finde ich super. Wer kennt den Beruf nicht, genauso auch wie die Bankkauffrau in und natürlich die Müllmänner in. Kleiner Tipp für alle Scrabble-Profis. Einfach immer die weibliche Form hinten dranhängen, gibt 2 Punkte. Ja.
Natürlich ging es auch bei Ein Herz für Kinder nicht nur ums Gendern, es ging auch um das Spenden. Und da, ich gucke ja die Sendung gar nicht mehr wegen dieser Sendung, sondern unten läuft die ganze Zeit so ein Laufband und dann steht da, wer wie viel gespendet hat. Ne, da steht Name, das Alter und der Betrag. Und irgendwann ist mir aufgefallen, Donnerwetter, also die Spender, die werden ja immer jünger. Wow, Elena. Ja, also mal unter uns, hör mal, da müssen hier der Rudi und der Fritz, die müssen ja, die müssen ein richtig gutes Start-up haben, müssen die, oder? Wir haben direkt auch mal recherchiert, was haben die da jetzt für eine Geschäftsidee? Und zwar, die machen in Windeln. Und wisst ihr was? Das Geschäft läuft wie geschmiert. Wir bleiben bei Herzensangelegenheiten. Und zwar auf ProSieben gibt es eine neue Sendung. Die läuft immer donnerstags mit Bruce Darnell. Und da kann man Menschen überraschen. Deshalb heißt die Show Surprise, die Bruce Darnell Show. Habe ich mir angeguckt, super Konzept. Was ich nicht ganz kapiert habe, warum läuft Bruce am Anfang der Sendung gefühlt eine Ewigkeit einfach hin und her, die ganze Zeit, ohne irgendwas. Ich habe irgendwann gedacht, lassen Sie den laufen, damit er bloß kein Wort sagt, oder was ist die Idee? Und hier ist der Mann, der auf Überraschungen fliegt. Hier ist Bruce Darnell. Habe ich meinen Job noch? Wahnsinn! Ich hoffe, der hatte seinen Fitness-Tracker dabei. Der hat locker Gold gemacht. Hier muss ich aber sagen, diesen Buzzer, den haben wir natürlich eingefügt. Ne? Das ist nicht die Originalshow, wobei es passen würde. Trotzdem gucken wir alle jeden Donnerstag jetzt immer um 20.15 Uhr die Bruce Darnell Surprise Show. Mein Tipp, man kann ruhig 5 Minuten später einschalten. Ein weiteres Highlight habe ich entdeckt, und zwar, ich habe mir eine Reportage angeguckt von Spiegel TV, war das. Und zwar wurde da der Kiez-Pennymarkt porträtiert. Und man denkt ja manchmal, je nachdem, in was für einem Viertel man unterwegs ist, oh, hier sind aber komische Gestalten. Ey, was da in dem Pennymarkt rumlief, das nenne ich aber echt mal skurriles Volk. Ich habe meine Frau im Grunde genommen verloren, weil ich sie mit dem Kiez betrogen habe. Ganz einfach. Nicht, dass ich fremd, also ich habe, okay, gut, die Polin mal abgezogen, aber und die andere da auch, okay. Das ist Kiezliebe. Ja. Ja, ja. Ist schon schlimm, was. Ein Echo.
Ja, ist schon schlimm, was einem so alles einfällt, wenn man auf einmal anfängt nachzudenken. Ah, die Polen, ja. Ach so, die Damen aus dem Eros-Center, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Ja, ja, ja. Wir wollen jetzt aber auch hier nicht päpstlicher als der Papst sein. Da gilt die alte Regel, du kannst den Kiez aus dem Typen kriegen, aber nicht den Kiez-Typen aus der Polen.